Sie haben doch gesagt, dass ich da bin. Ja, natürlich. Das ist ein Warten. Ich warte schon seit einer Stunde. Ich soll Sie nicht weggehen lassen. Was heißt das? Dass Sie hier an der Bar bleiben sollen. Aber in den Waschraum kann ich gehen. Bitte zwei Fahrzeuge in die Kalumstraße 34, in die Gaststätte, wo von zwei Männern gerauft wird. Hören Sie, ich glaube, ich bin in Lebensgefahr. Können Sie mich abholen, so schnell wie möglich? Ich bin in der Bar Flamingo, die kennen Sie ja. Kommen Sie mit Sirene. Wenn ich die Sirene höre, komme ich sofort raus. Wieso sind Sie in Lebensgefahr? Ich habe jetzt keine Zeit, Ihnen alles zu erklären. Ich kann nicht die Funkstreife losschicken, wenn Sie keine genaue Begründung geben. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Anita Wenger. Die Flamingo Bar, ich muss auflegen. Moment noch. Ich sollte doch herkommen. Er hat mich doch bestellt. Warum lässt er mich warten? Keine Ahnung. Was denn? Es soll mit Sirenen geholfen werden? Ja, zwei Männer. Sie kämen dann raus. Das können wir doch nicht machen. Woraufhin denn? Ich habe schon nach den Gründen gefragt. Da hat sie aufgehört. Wenn Wagen der nächste soll vorbeischauen. Aber ohne Sirene. Zwei nachts. Männer. Wie die sich das vorstellt. Notrufzentrale, Polizei. Kommen Sie. Später den Wagen gefunden. Gestohlener Wagen natürlich. Ja, war gestohlen. Senkt man vom C3 ist am Apparat. Ja, und weiter? Bei der Toten waren die Manteltaschen umgestülpt. Grüß dich, Senkmann. Hast du die Meldung bekommen? Ja, was ist denn das für ein Schuppen? Stell doch mal fest, ob diese Frau Wenger dort bekannt ist. Aber es ist doch vor dem Lokal passiert und auf der Straße. Da muss der Portier doch was gesehen haben. Ja, die haben einen Portier draußen. Wenn die sogar einen Portier vor der Tür haben, dann weiß der doch am meisten. Du kommst später vorbei. Das ist in Ordnung, danke. Die Manteltaschen umgestülpt, sagst du? Ja, und der Inhalt ihrer Handtasche lag verstreut auf der Straße. Kann ich auch einen Kaffee haben? Als wenn jemand etwas gesucht hätte. Und kein Unfall. Wieso glaubt ihr an Mord? Ja, weil die Zentrale hat gestern Abend einen Notruf bekommen. Eine Frau rief an. Sie sagte, sie säß gerade in der Bar in der Maximilianstraße. Und sei in Lebensgefahr. Wir sollten mit Sirene vorfahren und sie würde dann rauskommen. Ja, was ihr nicht getan habt. Dann hat sie gefragt, was denn los sei, wer sie bedrohe. Sie sollte nähere Angaben machen, da hat sie aufgehängt. Morgen, Herr Derek. Morgen, Herr Schüssel. Verstehst du, wir können doch nicht einfach mitten in der Nacht mit Sirenen durch München fahren, auf so dürftige Angaben hin. Ja, die Frau, die angerufen hat, war die Tote, Anita Wenger. Sie hat ihren Namen gesagt. Steht alles in eurer Meldung. Wieso kommst du zu mir? Die Beine waren abgequetscht. Das Becken zertrümmert. Ausgelaufen wie ein Eimer Farbe. Ich komme zu dir, weil ich dir sagen will,
finde das Schwein. Hier ist es ja. Guten Tag, sind Sie Herr Wenger? Ja, wer sind Sie? Kriminalpolizei. Kommen Sie wegen meiner Frau? Meine Frau ist nicht nach Hause gekommen. Ist etwas passiert? Ihre Frau ist heute Nacht überfahren worden. Sie ist tot. Sie sind nicht sehr überrascht? Ich habe das Schlimmste befürchtet, dass meine Frau nicht nach Hause kam. Weil es ganz ungewöhnlich ist, dass sie sich nicht meldet. Wir haben doch Telefon. Sie hätte mich doch angerufen. Da habe ich gleich gewusst, irgendwas Schlimmes ist passiert. Überfahren, sagen Sie? Ja. Wo, wann? Um 2 Uhr nachts. Ihre Frau war vorher in einer Bar im Flamingo. War sie? Ja, wie kam sie denn dahin? Was weiß ich. Können Sie meine Frau und ich, wir verstanden uns nicht sehr gut. Wir lebten ziemlich nebeneinander her. Was arbeiten Sie, Herr Wenger? Ich bin Kellner. Momentan zwischen 2 Stellungen. Arbeitslos? Ja. Beziehen Sie Arbeitslosenunterstützung? Ich habe Rücklagen. Ich hoffe, dass ich bald wieder eine Stellung bekomme. Waren Sie auch mal Kellner im Flamingo? Das könnte ja sein. Es gibt ja Zufälle. Nein. Aber wieso fragen Sie so genau, wenn es sich doch um einen Unfall handelt? Ihre Frau hat von der Bar aus die Notrufzentrale der Polizei angerufen. Die Polizei angerufen? Und gesagt, sie sei in Lebensgefahr. Lebensgefahr? Wieso denn? Wie kommt sie denn darauf? Hat sie gesagt, wieso? Nein, das hat sie nicht. Ist doch Fantasie. Neigt Ihre Frau dazu? Ja, manchmal, sie übertreibt immer. Aber ich kann es nicht glauben, wirklich nicht, dass sich in Lebensgefahr befunden hat. Wieso denn? Durch wen denn? Ist doch ganz ausgeschlossen. Ist das ein Foto von Ihrer Frau? Ja, vom letzten Jahr. Hat Ihre Frau einen Beruf gehabt? Ja. Das heißt, nein, sie momentan nicht. Ich weiß nicht so recht. Können wir das Bild mitnehmen? Sie bekommen es wieder. Wenn es Ihnen hilft? Ja, denke schon. Ihre Frau hat doch auch hier gewohnt, ja? Ja, natürlich. Und dann wissen Sie nicht, ob sie arbeitet oder nicht? Sie sucht die Arbeit. Wir müssen sie mitnehmen, Herr Wenger. Sie müssen Ihre Frau identifizieren. Ist das notwendig? Ja, ziehen Sie sich an, bitte. Ja. Nein, Sie können nicht mit Frau Wenger sprechen. Nein, ich bin nicht der Ehemann. Wie ist denn das? Ein Kinderheim. Ach so, ja. Ja, hier ist Wenger. Nein, ich weiß. Es hat sich jetzt alles geändert. Ich hole den Jungen heute Nachmittag ab. Mit meinem Sohn im Kinderheim. Ich denke, dass ich den Kleinen jetzt zu mir nehme. Muss es wirklich sein? Ist es nicht möglich, das zu ersparen? Nein. Sieht aus, als ob sie schläft. Ich glaube, nur Herr Römer hat sich dran gewöhnt. Ja, ist richtig. Alles Gewohnheit, ne? Danke, Herr Römer. Bitte schön. Darf ich? Ja, natürlich. Ja. Warum hast du ihm alles gezeigt? Weil er die Wahrheit sehen sollte. Du glaubst, dass er mehr weiß? Du nicht?
Herr Klein wird Sie zum Kinderheim fahren. Sie wollten doch Ihren Jungen abholen. Ja. Ja. Sie sind jetzt nicht in der Lage, selbst zu fahren. Oh, das ist aber schade. Wir haben uns schon alle sehr an das Kind gewöhnt. Es hat sich in der kurzen Zeit schon sehr gut eingelebt. Wie lange ist er denn hier? Nun, 8 Tage jetzt. Er hat schon viele Freunde hier. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Tobias wird von seinem Vater abgeholt. Machen Sie bitte seine Sachen fertig, von Grossmann. Ach, das ist aber schade, Tobias. Komm, habe ich gerade auch schon gesagt. Wenn Sie wegen der Unterschrift inzwischen in mein Büro kommen wollen. Und die Rechnung. Aber sie ist nicht hoch. Wer hat den Tobias hierher gebracht? Seine Mutter hat ihn gebracht. Wissen Sie, wir sind ziemlich komplett. Aber Frau Wenger macht es außerordentlich dringend. Ja, und aus welchem Grund hat sie da irgendwas gesagt? Wir fragen nicht nach Gründen. Hat sie ihren Mann erwähnt? Nein, mit keinem Wort. Lass den, der gehört mir. Natürlich gehört der dir. Aber der ist ja kaputt. Vater macht ihn wieder. Seine übrigen Spielsachen kann spielen, wer will, aber mit dem Kreisel ist er komisch. Meine Mutter hat gesagt, dass er nur mir gehört. Alles andere kannst du haben. So, komm jetzt. Komm. Schaut euch den Mann auf jeden Fall an, aber es wird uns nicht weiterbringen, danke. Der gestohlene Wagen gehört einem Bauunternehmer in Starnberg. Die haben bis morgens um 4 offen. Da ist natürlich vormittags von den Angestellten kein Schwein da. Nur die Toilettenfrau hat ihren Laden sauber gemacht und eine Angestellte war im Büro. Und die kennen Frau Wenger nicht? Hatten keine Ahnung. Kurz bevor sie heute Abend aufmachen, gehe ich noch mal hin. Die Kellner und der Portier kommen so gegen 8. Portier vor der Tür, ich dachte, sowas gibt's gar nicht mehr. Ist das Ding so vornehm? Ein Nobelschuppen, ziemlich teuer, aber dadurch haben sie nur die Gäste, die sie wollen. Ja, hier, komm. Aber Bars und Nachtclubs sind doch eigentlich nicht euer Bier. Ich dachte, dafür sind wir zuständig. Die Frau hat von dort aus telefoniert und kaum war sie raus, ist sie dort auch überfahren worden. Also hängen wir mit drin. Harry? Ja? Vor 8 Tagen den Jungen hingebracht? Ja, die Mutter, es war ein dringender Fall. Wieso denn dringend? Die beiden sind im Augenblick ohne Stellung. Die haben doch Zeit und geben den Jungen weg. Ja, Wenger sagt gerade deswegen. Die waren auf Stellungssuche, andauernd unterwegs. Wir haben jetzt übrigens ein Foto von der Toten, wenn du da wieder hingehst. Ist sonst was Besonderes über den Schuppen bekannt? Nein, nur Positives. Wenn einer mal glaubt, er sei genippt worden, dem wird die Zeche anstandslos erlassen, aber der Mann kommt nie wieder rein. Oh ja. Das ist was Neues. Vielleicht sind Sie so großzügig, weil Sie Angst vor der Polizei haben. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Hier ist das Foto. Wenn du was erfährst, sag Bescheid. Harry und ich sehen uns das Ding auch mal an, aber erst später, wenn es im Betrieb ist. Dann müsst ihr ein Smoking anziehen. Ich habe allen das Foto gezeigt und sie gefragt. Niemand hat sie erkannt, keiner hat sie je gesehen. Na, ist das im Publikum? Dann fahr mal weiter, du kannst hier nicht parken. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Dann trinken wir mal. Worauf? Ich weiß noch nicht so genau. Hast du die Leute gesehen, die vor uns hier reingegangen sind? Ja, natürlich. Das soll ja die eine Hübsche in Weiß. Ja. Wo ist denn die? Ist reingegangen und nicht da. Das Ding hat doch keinen doppelten Boden. Zigaretten vergessen. Kann ich bitte mal an meinen Mantel? Einen Moment, den gebe ich Ihnen gleich. Ihren Schein bitte. Na, das kann ich doch selbst nehmen. Das ist gegen die Bestimmung. Wenn wir die Bedingungen nicht ja, einhalten... Ja, ich verstehe schon. Ich habe gar keine Zigaretten in meinem Mantel. Wo kann man sich gegen Gedächtnisschwäche versichern lassen? Dagegen versichern lassen? Schön wär's, aber das gibt's wohl nicht. Das fürchte ich auch. Thank you.
Besten Dank. Du willst gehen und ich halte dich nie. Was man sagt, fällt dann nicht ins Gewicht. Geh, kauf dein Glück im Supermarkt der Kreuz. Es geht da irgendwo weiter. Entweder durch die Garderobe oder durch den Waschraum. Hm? Ein Lautsprecher im Waschraum, der die Musik aus dem Lokal überträgt. Das verstehe ich nicht. Die Musik hat bis vorhin Pause gemacht. Dann lassen Sie ein Band laufen, aber aus welchem Grund? Damit man vielleicht nicht hören sollte, was man unter Umständen hören könnte. Hm, klingt schon sehr hoffnungsvoll. Hm. So, und jetzt machen wir uns unverdächtig. Du gehst tanzen. Ah ja. Ja. Ich hab was im Auge. Das ist doch fein. Was soll ich Ihnen sagen, wenn die mich fragen, tanzt Ihr Freund denn? Okay. Nicht? Ja? Wenn du es Barbie nicht finden kannst, vielleicht denkst du manchmal zurück an mich. Die Tür bleibt immer, immer offen für dich. Irgendetwas ist los mit dem Laden. Es muss dann Nebenräume geben, geheime Zugänge. Wollen Sie das Lokal durchsuchen? Nein, noch nicht. Man soll eine Quelle nicht zuschütten, solange sie sprudelt. Und was haben Sie vor? Weißt du, wer der Besitzer ist? Ja, ein gewisser Karoli Ungar. Es liegt nichts gegen ihn vor. Scheint absolut seriös. So eine Art Strohmann oder was? Kann natürlich sein. Wir gehen heute Abend noch mal hin. Nicht nur als Gäste, versteht sich. Ganz hübscher Betrieb, nette Leute. Weit brauchst du aber nicht. Guten Abend. Guten Abend. Na, ist denn viel los heute? Es geht. Hat's Ihnen gefallen gestern? Ja, sehr. Ich wusste gleich, dass es nicht das letzte Mal, dass du da warst. Ja, das sagen viele Gäste. Was ist denn das? Was meinen Sie? Der Lautsprecher geht nicht. Muss er? Haben Sie das abgerissen? Gute Frau, ich liebe Musik. Kann man das genauer kriegen? Warten Sie ab, ich bin dabei. Er hat das Mikrofon zu fest angedrückt. Ja, aber nur am Anfang. Dieses Klappern, ist das von Chetons? Ja, von Roulette, die Kugel, ne? Wie spielen da also? Wahrscheinlich im Keller. Ich bin dafür, dass wir den ganzen Laden heute noch auflegen lassen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie von einem zum anderen Tag verschwunden sind, wenn Sie was merken. Ja, die Bar ist mir Schnuppe und der Spielclub. Es geht doch nicht darum, dass er illegal gespielt wird. Der Mord an Frau Wenger hat mit dem Spielclub zu tun. Nur der Mord interessiert mich. Wollen wir den Ehemann noch mal verhören? Nein, noch nicht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand gewarnt wird. Na los. Hat ja
auf mich gewartet? Ich habe eine Menge ganz reizender Leute fotografiert. Viele sind bekannt, sogar mehr bekannt. Eine Schauspielerin. Neben mir ein unbedeutender Erbe eines bedeutenden Vermögens. Noch ein Playboy. Ein Filmproduzent. Was ist denn da los gewesen heute Abend? Die baden ja im Spielclub. Für Leute, die nicht nach Wiessee fahren wollen und nach Baden-Baden. Wusste ich ja gar nicht. Dann sind das ja richtige Dokumente. Du sagst es. Das sind Leute, die wir nicht in der Bar gesehen haben. Wir müssen also alle im Spielclub gewesen sein. Einen Namen brauche ich, eine Adresse. Wen kennst du von diesen Leuten? Herein. Guten Tag, Herr Dr. Bergmann. Guten Tag. Herr Oberinspektor Derrick. Ja. Was geht es? Um Ihren Besuch im Spielclub gestern Abend. Ich sehe eine Fotografie, die mich zeigt, wie ich aus einem Auto steige. Sie sind in die Bar gegangen, die irgendwo im Keller einen Spielclub unterhält. Wenn das so ist, wie Sie sagen, warum schließen Sie diesen Spielclub nicht? Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie um eine Gefälligkeit bitten. Um was für eine? Nehmen Sie mich mit heute Abend. Ich hatte nicht vor, heute Abend auszugehen. Man braucht einen Bürgen, nehme ich an. Jemanden, der die Einführung eines neuen Gastes übernimmt. Ich verstehe Sie nicht, Herr Oberinspektor. Wenn Sie wissen, um was es sich handelt, dann ist die beste Einführung, die Sie haben können, Ihr Polizeiausweis. Es geht nicht um verbotenes Glücksspiel. Ich gehöre zur Mordkommission. Ich habe den Mord an einer jungen Frau aufzuklären. Eine Spur führt in diesen Spielclub. Ja, um Himmels Willen, damit ich erst recht nicht Ihr Mann. Darf ich Ihnen ein paar Fotos zeigen, Herr Doktor? Ist das die Frau, von der Sie sprechen? Ja. Muss ich mir das ansehen? Herr Doktor, ich muss auf unverdächtige Weise in diesen Spielclub. Bitte helfen Sie mir. Ich verspreche Ihnen, die Sache wird keine Folgen für Sie haben. Polizei als Erpresser. Das ist keine Erpressung, das ist eine Bitte. Ja, und wenn ich mich nicht bitten lasse, dann werden Sie mich belangen, weil ich ein paar Mal dort gesehen wurde. Ich werde gar nichts. Leben Sie wohl, Doktor. Oberinspektor Derrick? Sehen Sie... Neue Gäste werden nur nach genauer Prüfung ihrer Personalien eingelassen. Sie müssen ihren Ausweis mitbringen. Der wird abgegeben zur Überprüfung. Die Leute verstehen ihr Handwerk. Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken, Derrick. Haben Sie Ihre Waffe bei sich? Natürlich nicht. Ich muss damit rechnen, dass ich durchsucht werde. Hier ist der Ausweis. Danke. Das ist ein gewisser Haarkötter aus Dortmund. Es gibt ihn, falls Sie telefonisch rückfragen sollen. Ja, weiß dieser Mann auch Bescheid. Ja, ich habe ihm mal geholfen, seine Tochter in Schwabing wiederzufinden. Das vergisst er mir nie, sagt er. So, mein nervöser Freund wartet. Adieu. Ich weiß wirklich nicht, warum ich Ihre Arbeit mache. Lassen Sie mir die Illusion des Eindrucks auch mal was für die Polizei tun. Bitte schön. Wo? Hier lang. Hat man einen Gast angemeldet, Dr. Berger? Ja, ein Geschäftsfreund von mir aus Dortmund, Herr Dr. Hartritter. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich die Papiere haben? Danke. Weg ist er. Da wird einem ganz komisch. Aber muss sein. Sicherheit wird hier ganz groß geschult. Ich finde es ganz aufregend hier, weil es illegal ist. Sind Sie zum ersten Mal da? Ja. Man lässt uns heute länger hier stehen als sonst.
Klingelzeichen bedeuten alle irgendwas. Was kein Mensch. Ist das nicht aufregend? Ja, das ist es. Bis später. Bitte, meine Herrschaft. Großartig. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nein, nicht illegal. Schauen Sie sich mal die Leute an. Wissen Sie, einen Mord kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. Oder 20er 10? Jeder 20. Nichts gehen wir. Der da hinten, neben Dr. Bergmann. Dr. Bergmann ist ein ausgezeichneter Kunde von uns. Er ist sehr viel Geld hier. Dr. Harkötter sei ein Geschäftsfreund von ihm. Glaubst du, da ist was nicht in Ordnung? Das weiß ich nicht. Kümmer dich mal um den Mann. Mhm. Mach ich. Sieht gut aus. Nicht wie Polizisten aussehen. Wie sieht ein Polizist aus? Bitte das Spielzimmer. Ja. Sie müssen jetzt spielen. Wie hoch dürfen denn Ihre Spesen sein? Ja. Spielen müssen Sie, wenn Sie sich nicht verdächtig machen wollen. Geld, danke. Ihr eigenes? Mein eigenes. Sie engagieren sich sehr. Beim Mord immer. Entschuldigen Sie, jetzt Chips einkaufen. Ja. Ja, tatsächlich Kellner hier. Und nicht nur zwischen zwei Stellungen, sondern einer angekündigt, nehme ich an. Was machen Sie hier? Kein Wort, dass Sie mich kennen. Zu niemandem. Sie verstanden? Tja. Ja, eigentlich wollte ich noch einen einfachen Whisky trinken. Jetzt habe ich plötzlich Lust auf einen doppelten. 36. Also? Versuchen wir mal unser Glück. Ja, mit einer Nummer bin ich schon groß rausgekommen. Ah. Ja. Danke. Auf die 13. 32, rot, der 13, schwarz im Perimau. Am Plan. 2 mit 100. 1000, 2, 3000, 500. Sie haben eine glückliche Hand. Sieht so aus. Ich mache eine kleine Pause. Ah ja. Ich sehe Ihnen schon eine ganze Weile zu. Warum hören Sie auf? Nein, ich höre nicht auf. Ich mache eine kleine Pause. Haben Sie ein System? Mehrere, das ist der Jammer. Sie spielen nicht? Ich spiele lieber Baccarat. Der Tisch macht es später auf. Sie haben nicht eine Art Aufsicht hier, oder? Nein, keiner der Veranstalter. Ich finde, das ist das Schöne, dass man jemanden sieht. Sie sind also Gast. Ja. Jemand hier, der es übel nehmen könnte, wenn ich Sie zu einem Glas einlade. Ich nehme dankend an. Wir haben mit der Wohnung von Dr. Harkötter in Dortmund telefoniert. Seine Frau sagt, ihr Mann sei in München. Wenn es hier dringend sei, solle man Dr. Bergmann anrufen. Hier, sie hat uns die Telefonnummer gegeben. Es ist ein erstaunliches Lokal. Gibt es das schon lange? Ich weiß nicht. Ich habe es selbst erst vor kurzem kennengelernt. Sie spielen gern. Ich probiere gern mein Glück. Mir geht's genauso. Ich setze gern mal auf eine Karte, auf eine Zahl. Die Kugel rollt und man ist ganz neugierig, wo sie liegen bleibt. Es gibt Leute, die man als Berufsspieler bezeichnen könnte. Das sind Sie nicht. Nein, ich hab's ganz gerne, wenn die Chancen überschaubar bleiben. Es ist ein sehr schöner Schmuck. Er kleidet sich gut. Familienschmuck. Nein. Ein Geschenk. Ich sehe, wer Baccarat die Schmuck drauf. Komm, verbind mich nochmal mit der Nummer von Dr. Harkötter in Dortmund. Ja, gerne. Wieso, bist du misstrauisch? Ja, das bin ich. Ich kann mir nicht helfen. Noch.
Neuf Boulevard. 13. Hallo, ja? Hier Kriminalpolizei. Sagen Sie eine Frage. Hat man Sie schon bei Ihnen erkundigt? Ich meine, hat man Sie angerufen wegen... Ja, das würde uns interessieren. Siehst du? Sie will ihren Mann an den Apparat holen. Ja, wisst ihr Bescheid. Bei Gelegenheit Irene an den Apparat. Aber ohne, dass der Typ bei ihr was merkt. Willst du nicht doch noch hin? Du alleine hattest gar keinen Sinn. Dann müssen wir gleich den ganzen Laden auffliegen lassen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. Ganz wohl ist er nicht dabei. Na, lange kannst du nicht mehr dauern. In jedem Moment Polizeistunde. Herr Doktor? Ja. Bitte sehr. Oh ja, danke sehr. Hier. Das haben Sie gewonnen. Nein, das war Ihr Geld. Das ist nur noch ein bisschen mehr geworden. Danke. Haben wir beide einen erfolgreichen Abend. Ja, sieht so aus. Sie bleiben wohl noch. Ne? Vermutlich. Besten Dank. Wiedersehen. Na, wie ist es Ihnen ergangen? Verloren. Vor Kummer habe ich getrunken. Das Gefährliche ist, ich bin mit dem Wagen hier. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wenn Sie keine Verpflichtung haben, würde ich Sie bitten, ob Sie mich fahren. Aber ja, herzlich gern kommen. Danke. Was soll sie mit ihm machen? Ihn mir eine Nacht vom Hals halten. Es ist nicht weit von hier, gleich an der Isar. Sagen Sie, würden Sie noch mit raufkommen? Ja, gern. Es ist hübsch hier. Hier wohnen Sie allein? Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich mache uns erstmal einen Kaffee. Warten Sie. Es ist schon spät. Sie wollen doch nicht schon gehen. Sie können gern hier schlafen. Das ist kein Problem. Ja? Na endlich. Wo bist du denn? Wieso Taxi? Ah ja, Taxi in die Pinzenaustraße Nummer? Okay, komm sofort. Ich habe mir ein Taxi bestellt, wenn Sie erlauben. Sie mir das wirklich antun? Ja, leider. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie hier bleiben können. Dein Frühstück mache ich Ihnen auch. Wir werden das Taxi wegschicken. Nein, wir werden das Taxi nicht wegschicken. Los, halt da vorne. Was hast du denn hier gemacht? Ich habe eine junge Dame kennengelernt, die wollte unbedingt, dass ich heute Nacht bei ihr bleibe. Ja, hat die was mit dem Club zu tun? Ja, ich denke, sie weiß oder ahnt, wer ich bin. Da steht ihr Wagen, der Weiße da. Sie muss ab sofort überwacht werden. Sie kann jeden Augenblick runterkommen. Das klingt ja so, als hättest du was anderes vor. Wenger, der Scanner im Spielclub. Aha. Halt an. Verliere sie nicht aus den Augen. Herr Wenger? Herr Wenger! Bist du, Harry? Ja, ich bin hier in Esting. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. In der Telefonzelle. Ja, deine junge Dame ist heute Nacht gegen 3 Uhr mit ihrem weißen Wagen losgefahren und hier in dem Dorf verschwunden. Glaubst du, sie hat gemerkt, dass jemand hinter ihr her war? Na schön. Komm her, so schnell du kannst. Weil Wenger verschwunden ist. Ich lasse jetzt die Wohnung öffnen. Ja,
ist so gegen zwei, halb drei nach Hause gekommen und gleich wieder gegangen. Weil uns das Kind runtergebracht hat. Ja, er sagt, er muss noch mal weg und weiß nicht, wann er zurückkommt. Und das Kind ist erwacht geworden und er will es nicht allein lassen. Er sagt, übrigens ist ruhig runter, die Frau will sich freuen. Er wacht es ihm also. Ja, kurz darauf ist er runtergekommen. War er allein? Ja, und er hat einen Koffer bei sich. Ich habe ihn auch gefragt, was sie verreisen. Nur für einen Tag, hat er gesagt. Dass er abgeholt wurde. Das weiß ich nicht, da ist jedenfalls sehr eilig. Helene, ist der Junge da? Grüß dich, Tobias. Du erinnerst dich doch sicher noch an die vergangene Nacht. Hm? Dein Vater hat dich hier heruntergebracht zum Hausmeister. Er hat einen Koffer bei sich. Wohin wollte er, weißt du das? Er hat es nicht gesagt, ich weiß es nicht. War er allein? Ja, aber auf der Straße haben zwei Männer auf ihn gewartet. Zwei Männer? Ich hab's vom Fenster aus gesehen. Kanntest du sie? Hast du die Männer schon mal vorher gesehen? Nein. Können Sie den Jungen noch hier behalten? Wir melden uns wieder. Ja, sicher. Vielen Dank. Gut, dass ihr endlich kommt. Da war doch gestern noch die Bar und hier der Spielsalon. Was habt ihr jetzt davon? Seht euch das an. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir sie jetzt, aber ihr wolltet ja warten. Ihr habt keinen Toten gefunden? Weder einen Toten noch einen Lebendigen. Wollen wir mal sehen, wo dein weißer Wagen geblieben ist. Jetzt genieße ich die Landschaft erst richtig. Heute Nacht habe ich nur Schlusslichter gesehen. Hoffentlich hat sie dich nicht gesehen. Hoffentlich. Ist aber idyllisch hier, was? Ja, sehr gemütlich. Und hier ist dein weißer Wagen verschwunden? Ja, hier rein. Das ist eine Sackgasse. Wo geht's denn da hin? Ach, sagen Sie bitte, das Schloss da, ist das Privatbesitz? Sie meinen das Altersheim? Ach, das ist ein Altersheim? Ja, das ist ein Altersheim. Aber kein normales. Wer sich da einkaufen kann, der muss schon eine Menge Geld haben. Danke schön. Das ist ein Altenheim. Auf privater Basis. Eine Stiftung. Können wir den Leiter sprechen, den Direktor, oder wie nennt sich das? Direktor? Aber Direktor Kepler ist zurzeit nicht im Haus. Man kann ihn nur nach telefonischer Anmeldung sprechen. Ja, also da wir zufälligerweise hier sind... Tut mir leid, auch im Büro ist im Moment keiner da. Ja, was würden Sie uns empfehlen? Sich telefonisch anzumelden. Na gut. Wie weit fahren wir? Nicht sehr weit. Jetzt wollen wir uns mal in aller Ruhe die Gegend ansehen. Ach, da drüben ist gerade einer vom Altersheim. Danke. So warten Sie doch! Hallo Sie! Da! Der hat was gegen uns! Was willst du denn?
Grüß Gott. Grüß Gott. Können wir bitte zwei Bier haben? Gern. Sagen Sie, ist es hier eine Tagesordnung, dass Hunde auf Menschen gehetzt werden? Da waren Sie sicher auf dem Schlossgelände. Ach, darf man das nicht? Nun, es ist privat. Es ist ein Altersheim. Die Leute sollen nicht gestört werden. Was für eine Art Altersheim ist denn das? Reiche Leute. Sehr reiche Leute. Aber dagegen ist nichts zu sagen. Sie geben große Teile ihres Vermögens nach Indien zur Hungerbekämpfung. Ich weiß es von unserem Pfarrer, der ist manchmal bei den Veranstaltungen dabei. Große Teile ihres Vermögens, sagen Sie? Ja, die meisten Angehörigen sind stocksauer. Die Erben, meine ich. Aber was wollen Sie machen? Bitte. Danke sehr. Die Herrschaften haben ihren Großvater begraben. Hat er im Schloss gelebt? Ja, ist vor 4 oder 5 Tagen gestorben. Guten Tag. Mein Name ist Derek, das ist der Klein. Grüß Gott. Dürfen wir uns einen Augenblick zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Danke sehr. Sie haben vor ein paar Tagen Ihren Großvater beerdigt, habe ich gehört. Ja. Hat er im Schloss gelebt? Ja, die letzten 2 Jahre. Und woran ist er gestorben? Ganz plötzlich. Herzinfarkt. Wir hatten die letzten 2 Tage noch mit ihm telefoniert. Entschuldigen Sie, das Mittagessen ist gleich soweit. Kein Anruf, keine Post, nichts. Leider noch immer nicht. Bis übermorgen warten wir noch. Kann ich Ihnen inzwischen etwas bringen? Nein, danke. Warum fragen Sie? Nun, ich interessiere mich für die Verhältnisse dort. Verhältnisse? Was meinen Sie? Pflege, Unterbringung, Betreuung. Ganz ausgezeichnet. Nun, das Heim ist ja auch nicht billig. Die alten Leute dort haben ganz bestimmte Interessen, hat man mir gesagt. Ja, sie haben da etwas gegründet, eine Art Hilfswerk. Sie spenden eine Menge Geld, aber die meisten, die dort leben, haben es ja, haben genug. Auch mein Großvater hatte genug. Was geschieht denn mit den Geldern? Die Gelder werden nach Indien transferiert. Die alten Leute engagieren sich ernsthaft. Sie lassen sich genau berichten, wie die Gelder verwandt worden sind. Die meisten waren ja Kaufleute. Mein Großvater auch. Haben Sie mal den Namen Anita Wenger gehört? Ja, wo ist diese Frau? Wir suchen sie. Sie war die Pflegerin meines Großvaters. Er hat diese Frau fast in jedem seiner Briefe erwähnt. Wir haben nach ihr gefragt, aber man hat uns gesagt, sie hat in einer dringenden Familienangelegenheit nach München gemusst. Wir sind nur hier, weil wir auf sie warten. Ja, und warum warten Sie auf sie? Mein Großvater hat sie im Testament bedacht. Es hat wenig Sinn, auf diese Frau zu warten. Sie ist tot. Tot? Ja, ermordet worden. Würden Sie mich bitte mit dem Schloss verbinden? Aber gerne. Ich warte auf die Herren von der Kriminalpolizei. Sind Sie nicht der Kaufmann aus Dortmund? Nein, ich gehöre zur Münchner Mordkommission. Bitte kommen. Danke. Die Herren von der Polizei? Münchner Mordkommission. Ja, das sind wir. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Derek, das ist der Klein. Kepler. Herr Kepler, wir waren auf dem kleinen Friedhof, der zum Schloss gehört, und haben dort ein frisches Grab gesehen. Ja, ein Insasse unseres Heimes ist leider vor einigen Tagen verstorben, Herr Buvenberg. Plötzlich verstorben? Ja, ganz plötzlich. Ganz überraschend. Es war ein Herzinfarkt. Wer hat den Totenschein ausgestellt? Also, was sind das für Fragen? Unser Arzt natürlich, wir haben einen eigenen Arzt im Hause. Zu Ihrem Pflegepersonal gehört auch Frau Anita Wenger. Ja. Ach, jetzt kann ich mir denken, weshalb Sie kommen. Die Arme ist tot. Ich habe es in der Zeitung gelesen, was ihr Entsetzliches passiert ist. Tja, was kann ich dazu sagen? Vor ungefähr 8 Tagen ist sie nach München gefahren, um sich mit ihrem Mann zu treffen. Ihr Mann muss Kellner gewesen sein in einem Lokal, das keinen besonders guten Ruf hat. Jedenfalls so sagte mir Frau Wenger. Sie kennen den Mann gar nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Aber Sie kennen ihn?
Sie wissen sogar, wo er arbeitet. Wo arbeitet er? Im Spielclub. Er war der Kellner. Im Spielclub, in dem wir beide gestern Abend waren. Moment mal, Spielclub? Ach, entschuldigen Sie, Herr Kepler, ich bin gestern Abend aus Versehen in einen illegalen Spielclub geraten. Wie kommen denn Sie ausgerechnet in einen Spielclub? Herr Direktor, bleibt es dabei, dass wir mit der Vorführung in einer halben Stunde beginnen können? Ja, unbedingt. Bin pünktlich da. Eine Filmvorführung? Ja. Wir zeigen diese furchtbaren Verhältnisse in Indien. Wir bekommen die Filme durch Vermittlung, durch UNESCO, durch kirchliche Ämter und so weiter. Ja, ich habe davon gehört. Werden Sie heute Abend unter Ihren Gästen noch eine Sammlung veranstalten? Hören Sie, es ist nicht nötig, so etwas zu veranstalten. Sie helfen spontan. Mit Geld? Natürlich mit Geld. Das Ihnen übergeben wird, ja? Ich habe nichts zu verbergen. Bitte kommen Sie mit. Das müssen Sie mir erzählen, wie Sie in einen Spielclub gekommen sind. Bitte. Überweisungen direkt nach Indien. Über die Bayerische Staatsbank. Sehr gut, sehr gut. Ja, Riesensummen. Da kommen Millionen zusammen. Ja, Millionen. Hat der Bovenberg auch gespendet? Er hat sich nicht ausgeschlossen. Mich beschäftigt eine Frage, Herr Kepler. Ja, bitte. Die Angehörigen von Herrn Bovenberg sind noch im Dorf. Wir haben mit Ihnen gesprochen. Sie erzählten, dass zwischen dem Verstorbenen und Frau Anita Wenger eine, naja, wie soll ich das sagen, eine sehr herzliche Beziehung bestanden habe. So, das wäre mir neu. Er hat sie sogar in seinem Testament bedacht. Und jetzt denke ich darüber nach, warum sie nicht einmal zu seiner Beerdigung hier geblieben ist, sondern Hals über Kopf nach München fuhr. Hals über Kopf? Was heißt denn hier Hals über Kopf? Ich sagte Ihnen bereits, dass sie irgendeinen Ärger mit Ihrem Mann hatte, der sicherlich wichtiger war. War ja nur eine Frage. Ja. Herr Direktor, es ist soweit, wir können beginnen. Ja, gut, ich komme. So, wollen Sie dabei sein? Das wird Sie vielleicht doch interessieren. Ja, bestimmt sogar. Unser Konsistorialrat hilft uns auf eine wunderbare Weise bei unseren qualitativen Bemühungen. Was Sie hier sehen, ist eine Auswahl von sehr reichen Leuten, denen es gefällt, von ihrem Reichtum etwas abzugeben. Und wie mit einem Schwert, den Mantel zu zerteilen, um die Blöße der anderen zu bedecken. Wenn Sie in der ersten Reihe Platz nehmen wollen. Besten Dank, aber es genügt, wenn wir hier bleiben. Wir sehen uns später. Ich freue mich, Ihnen heute einen neuen Beitrag vorführen zu können, der uns das Elend in den Hungergebieten Indiens zeigt. Der uns zeigt, wie recht wir tun, wenn wir in unserer Hilfe nicht nachlassen. In einer Hilfe, die den Ärmsten der Armen gilt, die vor Gott unsere Brüder und Schwestern sind. Bitte Licht aus. The misery of the population in the famine areas is unimaginable. After the worst drought in the last 15 years, the harvest was extremely bad. The country is now completely dependent on supplies and support from outside. An appeal has gone out to the whole of the world for rapid and generous aid. People are fleeing from the towns to the country in the hope of finding nourishment. But their hope is in vain, and in the overcrowded camps, the starving people are threatened by sickness and epidemics, to which the children and old people are particularly prone. UNESCO, Christian organizations, and the International Red Cross are doing their best to alleviate the worst of the suffering. Sie sind von der Mordkommission? Wie heißen Sie? Bleiche ist mein Name. Vielleicht ist Ihnen unser Name bekannt. Wir sind Schiffsausrüster in Bayern. Warum sind Sie auf dem Friedhof davongelaufen?
Wieso Mordkommission? Kommen Sie wegen Bovenberg? Er hatte einen Herzinfarkt, haben wir gehört. Er schrie. Wir alle haben seinen Schrei gehört. Hat man noch Kraft, einen so erschütternden Schrei auszustoßen, wenn man einen Herzinfarkt bekommt? Sie sind vielleicht nicht medizinisch sehr bewandert. Kommen Sie. That's why these scenes have been shot. To show you how at this very moment millions of people are suffering. People who could be, and in a wider sense are, your brothers and sisters. Bovenberg sagte, ich möchte gerne wissen, wie das Geld, das wir alle spenden, wie es verwendet wird. Er hatte von früher her Verbindungen ins Ausland, gute Freunde, denen er schrieb. Er schrieb ihnen, kümmert euch doch mal darum, was mit dem Geld geschieht, das wir geben, um Armut und Hunger zu bekämpfen. Es war ihm nämlich aufgefallen, dass das Konto in Indien nicht übereinstimmte mit den Konten der Welthungerhilfe. Er hatte einen tüchtigen Mann an die Aufgabe gesetzt. Der gab bald Nachricht, dass das Konto in Kalkutta zwar existiert, dass aber alle Gelder dorthin überwiesen, kurz darauf nach Abzug bestimmter Beträge wieder zurück überwiesen wurden. In die Schweiz. Also ist mit dem Pfarrer? Hat der mit der Sache zu tun? Der hat keine Ahnung. Und in den overcrowded camps, the starving people are threatened by sickness and epidemics, to which the children and old people are particularly prone. Bovenberg hat mir das erzählt. Und Anita Wenger. Ihr hat ja die Beweismittel übergeben. Dann verlangte er, den Direktor zu sprechen. Dann hörte ich diesen entsetzlichen Schrei. Man sagte, dass er an einem Herzinfarkt gestorben sei. Daraufhin nahm Frau Wenger das Kind und fuhr sofort nach München. Was sind das für Beweismittel? Ein ausführlicher Brief des Gewehrsmannes aus Indien. Hat ihm Frau Wenger die Unterlagen nicht übergeben? Nein, sie ist tot. Sie ist ermordet worden. Bitte wieder Licht. Wir alle sind zu ergriffen, um in eine Diskussion eintreten zu können. Wir wollen die Bilder auf uns wirken lassen und sehen uns wieder, wenn wir unsere Fassung wiedererlangt haben. Wie fanden Sie die Vorführung? Sind das nicht entsetzliche Bilder? Sehr beeindruckend, ja. Die alten Leute hier sind zutiefst erschüttert. Ich muss Sie bitten, mitzukommen, Herr Kepler. Das sind doch Hirngespinste eines alten Mannes, der seine Sinne nicht mehr beisammen hat. Und ausgerechnet Ihr fallt darauf herein. Zeigt mir doch mal die sogenannten Beweise. Wo sind sie denn? Ja, das ist Wenger. Wo ist er gefunden worden? An der Isar. Er hat Wasser in der Lunge. Er ist ertränkt worden. Moment. Wer ist Wenger? Ich kenne Wenger nicht. Wir kommen nicht weiter, Derek. Wir müssen ihm die Beweise vorlegen. Ich weiß. Er hat sie nicht. Er kann sie nicht haben. Das war es ja, was er von Anita Wenger haben wollte. Die Beweise. Sie hat sie nicht gegeben und deswegen musste sie sterben. Sie hat die Beweismittel in Sicherheit gebracht. Aber wo? Sie fuhr in größter Eile, in großer Angst nach München mit dem Kind, suchte den Mann auf, von dem sie getrennt lebte. Nachdem Sie jetzt auch den Mann umgebracht haben, wo ist denn das Kind? Sie erfährt, dass Kepler auch einen Spielclub unterhält und jetzt weiß sie alles. Das Einzige, was sie schützt, ist dieser Brief aus Indien. Wo kann sie ihn haben, Marie? Was denn, der gehört mir? Ja, natürlich gehört der dir. Aber der ist ja kaputt. Mein Vater macht ihn wieder. Seine übrigen Spielsachen kann haben, wer will, aber mit dem Kreisel ist er komisch. Meine Mutter hat gesagt, dass er nur mir gehört. Wenn du recht hast, Harry.
Können wir einen Augenblick reinkommen, bitte? Ja, bitte. Dankeschön. Wo ist der Junge? Dort in der Küche. Tobias, dürfen wir uns mal deinen Kreisel ansehen? Nein. Den gibt er nicht her. Seine Mutter hat ihm offenbar gesagt, dass er niemanden mit spielen lassen. Tobias, gib mir mal den Kreisel, bitte, ja? Danke. Hier sind die Beweise, Kepler. Sie haben mit dem Hunger Geschäfte gemacht. Sie haben skrupellos die Hilfsbereitschaft anderer Menschen ausgenutzt, zu Ihrem eigenen persönlichen Vorteil. Darf ich mal sehen, was da drin steht? Nein, das dürfen Sie nicht. Ich glaube, Sie missverstehen da ein paar Geldüberweisungen. Sie sind ein mieser Betrüger und ein Mörder. Sie können mir nichts nachweisen. Kann ich nicht. Tobias? Sag mal, ist es einer von den beiden, die deinen Vater abgeholt haben? Ja, der war dabei.